Tja, heute feiert eine Kollegin Jubiläum, die alle kennen. Also zumindest alle, die Lotto spielen. Und das sind ja immerhin über 6 Millionen Deutsche. Woche für Woche verkündet Franziska Reichenbacher jetzt schon die magischen Zahlen, die inzwischen zwar nicht mehr aus den Kugeln kullern, aber immer noch ganz normale Menschen zu Millionären machen. Ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch und auf die nächsten 25 Jahre, Franziska. Samstag für Samstag für Samstag. Und das seit 25 Jahren. Herzlich willkommen zur Ziehung der Lottozahlen, wie immer live hier in der ARD. Franziska Reichenbacher kennt sich mit Lottozahlen aus. Sie ist die Lottofee der ARD und hat exakt heute vor 25 Jahren, also am 24. Januar 1998, ihre erste Lottosendung moderiert. Heute treffen wir sie im Requisitenlager des Hessischen Rundfunks, denn hier steht etwas, das Franziska an ihre erste Moderation erinnert. An dem Tisch habe ich angefangen. Da stand ich und ich krieg echt jetzt gerade hier... Es war so aufregend und ich war so nervös. Und dieser Tisch steht ja jetzt so ruhig und unschuldig da und weiß von nichts. Aber es war schon ein sehr stressiger Tag. In den letzten 25 Jahren hat Franziska Reichenbacher 2046 Menschen glücklich gemacht. Denn so viele Millionengewinne gab es in der Zeit. Das waren insgesamt über 6 Milliarden Euro. An die Gewinnerinnen und Gewinner erinnert sie sich gerne zurück. Was mich immer besonders gefreut hat, sind eigentlich, wenn Zuschauer mir geschrieben haben oder schreiben, dass sie gewonnen haben. Allerdings machen die das immer ganz anonym und ich habe also nie Adressen von Millionären, aber das ist immer sehr süß, wenn die schreiben, aber es schreiben nur ganz wenige. Manche Leute denken ja, ich kriege dauernd Post von den Millionären und so. Aber nee, die Leute sind sehr vorsichtig, wenn sie gewonnen haben und wollen eigentlich ganz diskret bleiben. Franziska war 30 Jahre alt, als sie die neue Lottofee nach Karin Tietze-Ludwig geworden ist. Es war eine ganz bewusste Entscheidung, genau diesen Job anzunehmen. Ich wusste, ich lasse mich da auf was Spezielles ein. Und es macht mir Spaß bis heute und auch weiterhin. Und darüber staune ich eigentlich selbst, weil mir ist nie langweilig geworden. Und es ist, obwohl man ja jede Woche das Gleiche macht, ist es eben doch nicht das Gleiche. Und Live-Sendungen macht sowieso immer Spaß und es ist auch immer spannend und es ist auch immer irgendwas ist immer los. Und deswegen ist alles ganz gut und ich freue mich. Mittlerweile moderiert Franziska im virtuellen Studio, wo alles eingeblendet wird. Auch die Lottozahlen kommen nicht mehr aus der Trommel, sondern tauchen nacheinander auf dem Bildschirm auf. Für ihre Jubiläumssendung am Samstag möchte sie daher ihren Tisch von damals ein zweites Leben schenken. In so einem virtuellen, modernen Studio mit so einer Optik anzukommen, muss ich mit der Redaktion besprechen. Aber das ist halt, ich mag solche Sachen, die sind echt, die haben Geschichte, die sind authentisch und die haben auch eine Aura und so Sachen mag ich. Dann sagen wir herzlichen Glückwunsch zum 25. Dienstjubiläum. Und auch wenn heute erst Dienstag ist, in diesem Sinne noch ein schönes Wochenende und bis bald wieder. Tschüss.